Okay, hallo. Hallo. Ich habe seit bestimmt einer Woche Bock, das zu machen, aber jetzt gerade habe ich keinen Bock mehr. Also hör einfach wieder auf. Du hast deinen Freund satt. Ich habe meinen Freund satt. Nein, ich habe dich nicht satt. Du findest die Idee auch gut, okay? Ja. Also, wir haben diese Zimmer noch nie gezeigt. Vielleicht sollten wir vorher kurz die Lage erklären. Wir befinden uns gerade in unserem Ankleidezimmer. Schrägstrich. Wir schmeißen hier einfach alles rein. und wenn wir mal hier rüber gehen, ist hier unser Büro, was wir uns im Moment teilen. Ich mag es aber irgendwie nicht, hier zu sitzen. Und was war noch? Ach so. Nur das ist eigentlich die Sache, ne? Dass ich hier nicht gern sitze. Ja. Eigentlich liegt es wieder an dem Spiegel, weil der mir immer noch nicht an diesem einen Ort gefällt. Ich würde gerne den Spiegel hier an dieser Wand haben. Und jetzt haben wir uns geeinigt, einfach die Zimmer aufzuteilen. Also das wird jetzt mein Zimmer mit meinem Schreibtisch und Flo geht rüber mit seinem Schreibtisch. Und dann haben wir halt zwei Kinderzimmer. Wir haben kein Büro mehr und ein gemeinsames Ankleidezimmer, sondern jeder hat sein Zimmer. Weil wir sehen uns 24/7. Irgendwann nervt man sich. Das klingt so schlimm. Eigentlich kommen wir voll gut klar miteinander. Ja. Aber ich habe nun mal einen kreativen Beruf und deswegen stresst mich das, wenn er in seinem Büro sitzt, wo er weiß, was er machen muss und ich sitze daneben und habe gerade keine Ideen. Habe dann aber 4 Stunden später irgendwelche Ideen. Das ist die Lage. Und jetzt? Jetzt tragen wir Sachen hin und her. Also im Moment ist das hier mein Kleiderschrank. Das und das. Und wow. Das da gehört Flo. Das und das. Und das meiste hier raus. Aber weil das hier festgemacht ist und es scheiß Arbeit ist, lassen wir das Ding hier. Also bekommst du das. Du bekommst das Ding, dafür bekomme ich deine Kleiderstange. Ja, aber guck mal, ich habe so viel Kleider. Ich weiß gar nicht, was das alles ist. Ich trage täglich dieselben 3 Sachen. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt mitfilmen von dem Hin- und Her-Tragen. Vielleicht zeigen wir euch auch einfach am Ende, also jetzt das Endergebnis. Oh, du bist so ein schlechter Kameramann. Wo sitzt du hier? Ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen um unser Sofa. Die spielt an diesen Knöpfen rum. Also, der Plan hier ist dein Schreibtisch rüber. Ja. Und eigentlich alles, was hier ist, oder? Ja, eigentlich schon. Ja, und hier kommt der Spiegel rüber, der Schrank hier. Eigentlich alles. Das ist also eher mein Zimmer gewesen. Ja. Das ist das Sofa hier. Kann man übrigens ausklappen und drauf schlafen. Falls hier jemand pennen möchte, ne, also bewerbt euch. Ich bin jetzt alleine. Vanessa muss sich um den Hund kümmern. Ich wollte mal ihm zeigen, wie viele Schuhe kann man eigentlich besitzen. Und das sind nur die, die sie nicht trägt, ne? Das sind nur die, die sie nicht trägt. Ich geh mal runter kurz. Macht ihr Hundetraining? Vanessa, wie viele Paar Schuhe besitzt du eigentlich? 3. Tschüss. Also eigentlich wollte ich das jetzt erst verschieben, damit ich diesen großen Teppich zusammenrollen kann und umschieben kann. Einfach um zu zeigen, wie perfekt dieses Ding hier durchpasst, ne? Guck, da kann man sich auch hier dieses schöne Bild von uns ansehen. Dann sitzt sie hier so, lässt sich inspirieren. Sie meint ja eben, sie braucht Inspiration und überlegt so. Hey! Hallo! Komm her! Vanessa, das ist voll schwer, allein ein Video zu machen. Wirklich? Ich bin voll nervös. Echt? Ja, ich schwitze voll dabei. Einfach beim Reden. Ah! Guck mal. Das ist einfach Vanessas Ordnung. Hier lag so ein scheiß Ring einfach so auf dem Boden rum. Da wäre ich fast draufgetreten. Das ist bestimmt wie Lego.
Ey Vanessa, wenn du dieses Video nicht nennst, ich beschäftige mich mit dem Hund, während mein Freund die Zimmer umstellt, dann bin ich bleich. Okay, und rüber damit. Okay. Da bist du. Und da bist du. Na, wie läuft's? Ich bin jetzt hochgekommen. Sie ist voll kaputt schon. Ich bin schon voll weit gekommen, ja. Bist du schon fertig? Fast. Ja, gut, dann. Ja, ist mein Zimmer nicht schön? Es passt nicht dadurch, wenn es so steht. Eben noch gefragt. Oh Mann. Ey, aber zeig auch mal, wie knapp das ist. Gut, dass ich gerade nicht im Raum bin. Ich habe mir das einfach mal vorgestellt. Ich passe hier nicht rein, ich kann dir nicht helfen. Okay. Okay, wenn wir jetzt... Oh, ich passe das. Ja. Sonst hören wir hiermit auf. Okay, es wird passen, wenn du noch ein bisschen gibst. Ja. Wow! Die Hosen stellst du die ganze Zeit auf. Warum sagt mir das keiner? Es sind jetzt einige Tage vergangen. Ich glaube, wir haben so anderthalb Wochen später. Und ich schaffe es endlich, euch mal die fertigen Zimmer zu zeigen. Also sie sind noch nicht komplett fertig. Die Zimmer werden sowieso nie wirklich fertig sein, weil die zwei Zimmer bestehen einfach nur aus Möbeln, die ich seit 3-4 Jahren schon besitze. Und irgendwann in ganz weit entfernter Zukunft werden aus den Zimmern eh mal Kinderzimmer oder so gemacht. Und wir ziehen dann mit dem Büro aus. Aber wir haben jetzt zwei einzelne Büros, also sozusagen zwei Kinderzimmer. Und ich war eigentlich in den anderthalb Wochen bis jetzt fast nie in diesem Zimmer, weil ich immer unten im Wohnzimmer bin, wenn ich arbeite. Auf jeden Fall zeige ich euch erst kurz, wie mein Zimmer jetzt aussieht. Wie mache ich das jetzt alleine? Hier ist die Tür. Da bin ich. Hi. So, hier ist die Tür, in die man reinkommt. Dann steht hier jetzt an der Wand der riesengroße Spiegel. Der ist übrigens 1,50 Meter breit und 2 Meter groß. Und den habe ich von myspiegel.de. Keine Werbung, ich habe mir den selbst gekauft. Dann steht hier jetzt ein Kleiderschrank, auf dem ich nur Pullover und Stricksachen aufgehangen habe. Ich finde, das sieht am ordentlichsten aus. Wenn da einfach Pullover hängen, alle haben einen langen Ärmel und ich weiß nicht, diese Stange, die sowieso sehr gut aussieht, wollte ich für irgendwas benutzen, was schön aussieht. Dann ist hier jetzt mein Schreibtisch, hier ist so eine Kommode, da sind meine Schuhe, hier steht jetzt das Sofa und hier weiß ich noch nicht, was ich machen soll. Also da habe ich jetzt zwei Kleiderstangen. Hier hingen erst meine Hosen, weil die da nicht drauf konnten, weil das Ding sehr unstabil ist. Die habe ich aber jetzt da reingetan, weil das sehr unordentlich aussah. Und jetzt muss ich diese Kleiderstange irgendwie auf die zwei verteilen und vielleicht noch ein paar Jacken dahin hängen. Also falls ihr irgendeine Idee habt, was hier schlauer ist und was da schlauer ist, dann schreibt mir das mal. Also hier sind jetzt eigentlich einfach nur T-Shirts und so Tops und Langarm-Shirts und ein paar Jacken noch. Ja, das ist jetzt leer, aber irgendwie möchte ich das noch verteilen, weil das ist ein bisschen zu viel auf einem Dingens. Ständer. So, und jetzt gehen wir noch mal kurz rüber, dann zeige ich euch noch das andere Zimmer. Und das ist jetzt das andere Zimmer. Flo hat seinen Schreibtisch jetzt da platziert. Da hinten haben wir jetzt so eine Hundeecke, bei mir wird es dann auch eine geben, aber Kaya ist hier halt noch nicht so oft oben. Dann ist hier dieser Büro, Wand, Schrank, Dingen, Lampe und die Kleiderstange, die ich jetzt Flo übergeben habe. Ja, und da vorne ist ein Haufen Klamotten, wo ich nicht weiß, was ich damit tun soll. Und der Teppich ist jetzt hier, weil er in mein Zimmer nicht gut passt. Und das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, bei den zwei Zimmern dann auch nicht irgendwie Geld hier rein investieren, dass die schön aussehen, weil das werden eh zwei Zimmer sein, die nicht für immer so sein werden, die man immer mal wieder umstellt und dann kommt da doch was anderes hin und so. Die einzigen Zimmer, für die wir uns wirklich Mühe gegeben haben, war das Wohnzimmer, die Küche und das Schlafzimmer. Vielleicht wird es ja irgendwann mal eine Roomtour geben mit den fertigen Zimmern oder ich zeige euch einfach in einem Vlog mal die Zimmer, die schon fertig sind. Ja, und genau, das sind jetzt einfach nur unsere Arbeits-Klamotten-Chaoszimmer, Kinderzimmer, irgendwie sowas. Ich
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt, und dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und hinterlasst mir doch gerne einen Kommentar. Ich würde mich da sehr darüber freuen und ich antworte auch sehr gerne auf alles, was ihr so fragt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal.